Hallo Lieben und herzlich Willkommen, ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Bei mir gibt es heute ein Ordnungsvideo, es geht um Ordnung im Bastelzimmer und da möchte ich euch ein paar Tipps geben. Es geht heute um Stempelkissen, einmal was gibt es denn überhaupt für Stempelkissenarten und wie bewahre ich die am besten auf, sodass es ordentlich ist und dass ich da, ja, einen guten Überblick habe. Als erstes möchte ich euch kurz erklären, was es für verschiedene Stempelarten gibt. Es gibt einmal bei Stampin' Up Klarsichtstempel und Gummistempel. Ich fange jetzt mal mit den Klarsichtstempeln an. Also ich habe jetzt hier einfach ein Stempelset genommen. Und die Klarsichtstempel, wie der Name schon sagt, sind natürlich durchsichtig. Also das seht ihr, die sind jetzt hier alle schön auf so einer Matte drauf. Und wenn ich mit Klarsichtstempeln arbeite, dann brauche ich dazu immer einen Acrylblock. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Man muss halt immer gucken, dass es passt. Ich kann natürlich nicht auf diesen Acrylblock jetzt diesen ganz großen Stempel nehmen, aber ich nehme jetzt als Beispiel einfach so einen kleinen, ziehe mir den auf den Acrylblock auf und kann das dann auf mein Projekt abstempeln. Der Vorteil an Klarsichtstempeln ist natürlich ganz klar, wenn ich jetzt einen Spruch stempel, mit zum Beispiel hier, wie das bei diesem Stempelset mit Alphabet, dann kann ich mir das genauso positionieren und weiß genau, wohin meine Schrift kommt, dass ich mir das nebeneinander schön setzen kann. Oder ich habe einen Textstempel und weiß dann genau, wie der dann drauf ist. Das ist total super und ich liebe die Klarsichtstempel auf alle Fälle. Bei den Klarsichtstempeln ist es auch so, ihr seht es jetzt an diesem hier, der ist zwar recht klein, aber ich glaube, man sieht es ganz gut. Da ist noch ziemlich viel rote Farbe drauf, meint man. Aber der ist schon geputzt und es ist nur so, dass diese rote Stempelfarbe oder lila Stempelfarbe, also alles so in rötlichen Tönen, zieht einfach mehr in diese Stempel ein und man kriegt die nicht mehr weg. Aber wenn ich jetzt nochmal abstempeln würde, der ist komplett sauber und macht mir einen klaren Stempelabdruck. Also das ist, geht nicht beim nächsten Projekt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Gelb meine Stempelfarbe auswähle, habe ich da keinen rosa Schimmer drauf. Der ist komplett sauber, nur man sieht es halt einfach noch. Also kein Qualitätsabbruch, sondern einfach die dunkle Farbe kriegt man nicht mehr raus aus diesen Klarsichtstempeln. Genau. Es gibt aber nicht jedes Stempelset in Klarsichtstempeln, sondern es gibt auch oft Gummistempel. Die zeige ich euch sofort. Ihr müsst nur bedenken, wenn es Klarsichtstempel sind, brauche ich einen Acrylblock dazu. Bei den Klarsichtstempeln brauche ich an sich auch gar keinen Ordnungstipp. Die kommen bei mir einfach so ins Stempelregal und gut ist. Bei den Gummistempeln ist es ein bisschen anders. Da zeige ich jetzt zwei verschiedene Varianten, denn da gibt es nämlich einmal Gummistempel, ganz normal. Ich zeige euch das jetzt einfach mal an diesem Stempelset hier. Das sind Gummistempel. Ich zeige euch gleich, wie ich die aufbewahre. Und dann gibt es die gleiche Variante, auch immer Gummistempel mit Holzblöcken. Also für die normalen Gummistempel brauche ich auch wieder den Acrylblock. Nehme mir meinen Stempel dann ab und kann mir das dann aufstempeln auf mein Projekt. Und dann gibt es eben noch die Gummistempel mit Holzblöcken als Variante zum Auswählen. Die sind immer ein bisschen teurer, weil die eben diese Holzblöcke schon dabei haben. Wenn ihr diese bekommt, dann sind die auch auf solchen Platten drauf. Ihr müsst euch die Gummistempel auf diese Holzblöcke aufkleben und habt dann noch einen Aufkleber, wo es hinten drauf kommt, was dann dafür einen Stempelspruch drauf ist. Wichtig und als kleiner Tipp ist, wenn ihr unterschiedliche Größen habt, also ich meine, hier ist es ja klar, der Spruchstempel gehört auf jeden Fall auf den kleinen Stempelblock, aber wenn die ja ziemlich gleich groß sind, dann am besten vorher mal austesten, welcher Stempel denn auf welchen Block gehört. Ich habe euch dazu schon mal ein älteres Video gedreht, das blende ich euch jetzt rechts oben ein, da geht es auch schon um die Stempelarten. Ich wollte einfach mal wieder ein neues machen, dass das ein bisschen besser erklärt ist, vor allem, weil ich euch ja gleich diesen Tipp mit der Ordnung hier zeigen möchte. Genau. Ich für mich habe entschieden, dass ich eigentlich alle meine Stempel nur noch mit Gummistempel bestelle oder eben Klarsicht, wenn es gibt Klarsicht. Ansonsten Gummistempel ohne Holzblöcke, weil für mich hat es den Vorteil einmal, das Stempelset ist schmaler. Mein Stempelset-Regal ist eh schon total voll und ja, da muss man auf jeden Fall jeden Platz sparen. Deswegen nehme ich immer Gummistempel oder eben Klarsichtstempel, wenn es gibt, ohne Holzblöcke. Das hat auch für mich den Vorteil, weil ich die Acrylblöcke ja sowieso schon habe, dass ich dann einfach mehr Platz habe im Stempelregal und auch die Blöcke nicht brauche. Wenn ihr jetzt aber nur ein einziges Stempelset bestellen wollt und sagt, ich brauche aber jetzt keine Acrylblöcke, dann ist es natürlich sehr praktisch mit Holzblöcken, weil dann habt ihr das gleich alles zusammen und könnt es gleich für dieses Stempelset super verwenden. Und jetzt geht's zum Thema Ordnung.
Ihr bekommt es geliefert, euren Stempel, euer Stempelset. Und dann mache ich immer Folgendes. Und zwar bekommt ihr diese Stempelsets, ich zeige es euch jetzt mal an denen, das ist noch komplett, immer so auf so Gummimatten geliefert und mit so einem Aufkleber dazu. Viele lassen das so, ich finde es immer ziemlich unübersichtlich, deswegen sortiere ich mir das. Und zwar drücke ich mir da als allererstes meine Formen, die in diesem Gummi, in dieser Gummimatte sind, raus. Es geht eigentlich ziemlich einfach. Das mache ich mit allen, die da im Paket drinnen sind. Auf der Rückseite ist dann immer so eine Papierfolie, die ziehe ich mir einfach ab. Und dann sortiere ich mir das, wenn ich das bei allen gemacht habe, in mein Stempelkissenset. Stempelset, ich sage immer Stempelkissenset, sorry, also mein Stempelset rein. Das mache ich mit allen so. Ich habe jetzt das schon ein bisschen vorgearbeitet, damit das für euch schneller geht. Und dann nehme ich mir die Aufkleber zur Hand. Die sind auf solchen Klebefolien und die kann man sich auch komplett so abziehen und kann die dann nochmal teilen. Also da ist so eine Schnittkante drinnen und dann kann ich die super abziehen. Und dann klebe ich mir diese Folie nicht auf die Stempel hinten gleich drauf. So ist es eigentlich der Plan. Aber wenn man sich das gleich drauf klebt, dann hebt es meiner Meinung nach nicht so gut auf dem Stempelblock. Man kann den vorher anhauchen, wenn man es draufgeklebt hat, dann geht es noch ein bisschen besser. Aber ich finde, das braucht man gar nicht unbedingt. Ich nutze das eben so und deswegen klebe ich mir jetzt dieses Element in meine Stempelbox. Und zwar ist da hinten noch so eine Schutzfolie dran, die ziehe ich hoch und unter diese Schutzfolie klebe ich dann mein Element. Und wenn ich das dann wegziehe, weiß ich danach gleich wieder, wo ich das zurücksortieren muss. Ich zeige es euch nochmal in dem zweiten. Also ich mache mir hinten diese Folie weg. Und klebe mir das Ganze, ganz wichtig finde ich das, unter diese Schutzfolie von der Hülle auf. Und dann kann ich da mein Stempelkissen, mein Stempel super drauf unterbringen. Jetzt kommt meine Hülle wieder rein, die bleibt auf alle Fälle dran, ist total wichtig. Und schon bin ich fertig. Das heißt, wenn ich jetzt ganz viel gestempelt habe mit diesem Set, weiß ich danach gleich, ah, wo fehlt mir ein Stempel? Habe ich alle erwischt? Habe ich alle sauber gemacht? Kann die alle wieder super schön einsortieren in mein Stempelkissen. Nein, in mein Stempelset. Entschuldigt bitte, ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich möchte die ganze Stempelkissen sagen. Stempelkissen ist übrigens sowas, ja, das Stempelfarbe. Ich meine Stempelsets. Sorry. Okay, was ich euch jetzt als diesen Tipp Besonderes sagen wollte, ist, ich habe euch dazu auch schon mal ein Video eben gezeigt, aber da habe ich es noch ein bisschen anders gemacht. Und zwar habe ich damals meine Aufkleber gleich hinten drauf auf diese Hülle gemacht. Also wenn man die Hülle so aufmacht, habe ich die hinten drauf gleich oben drauf geklebt. Einfach so, ich habe es nicht weggemacht, sondern ich habe einfach das hier so drauf gemacht. Und was mich dann da mit der Zeit ziemlich gestört hat, ist, wenn die dann im Stempelset-Regal stehen, eng aneinander, dann kleben die manchmal ein bisschen an. In dem Fall ist es jetzt nicht, das ist der Vorführeffekt. Aber wenn die da länger drin stehen und das außen drauf geklebt ist, dann löst sich manchmal ein bisschen Folie ab oder so und dann klebt es an und das fand ich dann nicht so toll. Deswegen mache ich es mir jetzt immer unter diese Hülle rein und ist es schön glatt. Da kann gar nichts passieren und ich bin mit dem super zufrieden. Ja, und dann kommt das Ganze in mein Regal und ist fertig. So mache ich das mit meinen Stempeln, in meinen Stempelsets und ich wollte euch das jetzt einfach mal als Tipp geben. Ich zeige euch jetzt noch mein Stempelregal mit einem Foto und dann seht ihr, wie ich das aufbewahre. Als kleinen weiteren Ordnungstipp habe ich für euch noch ein Video mit den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Sinlets und Framelets. Da arbeite ich mit so metallischen Folien und wie das funktioniert, das blende ich euch jetzt rechts oben im Video ein. Da könnt ihr gleich mal gucken, wie ich das mit denen so mache. Außerdem habe ich euch schon mal mein Bastelzimmer gezeigt und da seht ihr natürlich die komplette Sortierung. Und ja, vielleicht habt ihr da auch Lust reinzuschauen. Auch das verlinke ich euch. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei euren Stempelsets, wenn ihr die auseinanderbaut. Und
sage danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Wenn ihr diese Glocke anklickt, werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!